Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ich habe noch nichts von Odin's Eye, aber ich habe gesehen, beziehungsweise mir wurde es von jemandem von euch zugeschickt bei Instagram, vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass es Mystery-Boxen gab und hey, da konnte ich nicht Nein sagen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen die Hela Theme-Box und die Big Box Surprise Mystery Bla anzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, genau. Also, wenn ich sowas auf Instagram zugeschickt bekomme, reposte ich das super gerne. Da ich aber täglich ungefähr, ich würde sagen, so 10, 15 verschiedene Angebote zugeschickt bekomme und manche dann halt auch über die Tage, Wochen, wie auch immer, dann auch mal doppelt oder so, reposte ich nicht wirklich alles, ne? Also die Sachen, wo ich halt weiß, das habe ich noch nicht gepostet und das könnte auch interessant für die Community sein, wird dann auch in meiner Story geteilt, dass ihr dann auch darauf aufmerksam werdet. Genauso auch war das bei diesen Schätzeleins. Bei Instagram heiße ich übrigens AIDUIP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Folgt mir da super gerne, falls du Bock drauf hast, solche Aktionen eben nicht zu verpassen oder falls du mich mit Futter versorgen möchtest. Ne? Also quasi mit Infos, finde ich auch cool. Ich habe mir auch aufgeschrieben, was ich dafür bezahlt habe. Mir wurde auch ein Rabattcode genannt, der aber nicht auf die Hela Theme Box anwendbar war. Die habe ich jetzt hier, die hat 42,95 gekostet, genau. Also sieht sehr klein aus, ne? Aber Odin's Eye ist eine Marke, die kommt aus Schweden, glaube ich. Ah, irgendwie was Nordisches ist das auf jeden Fall. Ja, müsste Schweden sein. Die Preise waren in Dollar aufgeführt. Also sehr merkwürdig, muss ich wirklich sagen. Aber das wurde danach umgerechnet in Euro halt, ne? Und so, habe ich jetzt mal aufgemacht. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich weiß wirklich noch nicht, was drin ist. Boxen kann ich weiterverwenden. Ist schön, ne? Hela Odin's Eye. Und das ist mit Angelica Nyquist. Und mit der, also die Palette von ihr wollte ich mir sowieso holen. Und als ich halt gesehen habe, hoch, es gibt diese Theme-Box, auch im Mystery-Boxen-Sale. Konnte ich natürlich nicht anders als zuzuschlagen. Hier ist echt gut gesichert in Luftpolsterfolie. Auch noch doppelt, dreifach. Wow. Ich nehme mal die erste Lage runter. Ich weiß gar nicht, ob das sogar abgebildet war. Als erstes haben wir hier nämlich so einen Handspiegel, müsste das sein, hier drin. Sowas kann ich auch wirklich gut gebrauchen, weil ich meine Wimpern ja auch immer so tusche, dass ich quasi das immer so umknicke. Und dann so von oben hier so reingucke und dann kann ich meine Wimpern tuschen, ohne dass ich irgendwo randitsche. Das ist total super. Und dann mein Spiegel von Lovely aus dem Adventskalender mittlerweile nicht mehr so optimal aussieht. Also ich weiß gar nicht, was ich hier gemacht habe, aber der ist ja an der Seite auch so angelaufen und so, ne? Habe ich hiermit jetzt einen neuen Spiegel hier stehen. Finde ich gut. Da ist jetzt auch noch so ein kleines Feen-Ding drauf. Das feiere ich natürlich auch sehr. Siehst du wohl, habe ich einen neuen Handspiegel. Zack. Immer praktisch, ne? Wenn man sowieso sowas gebraucht hätte, ne? Sich gegebenenfalls überlegt hätte, sowas brauchen zu können, dann habe ich hier von Alva Odin's Eye Matte Lip Stain, oha, 7 ml. Das ist die Farbe M203 Ripe Papaya. Okay, also cooler Print auf jeden Fall drauf. Das Ganze ist ja auch so ein bisschen an diese nordische Götterkultur und so angelehnt. Das, was ich total interessant, oder Mythologie nennt sich das, ne? Super interessant. Matt ist eigentlich überhaupt nicht meine Welt. Aber warum eigentlich nicht mal ausprobieren? Und das sieht einfach schön aus. Es ist ein sehr, sehr warmes Braun. Sehr, sehr warm, ne? Das sieht man auch direkt. Hat so ein abgeknicktes Füßchen. Riecht leicht süßlich, fruchtig. Das ist eine spannende Farbe, ne? Ich glaube, die habe ich, also so eine Farbe müsste ich jetzt so auch gar nicht bei mir in der Sammlung haben. Ich muss mal gucken, wie das trocknet. Ich hoffe, dass das auch wirklich nicht bappig wird oder so, also dass es nicht klebrig wird, weil dann finde ich das geil, weil das passt natürlich super für so goldene, warme Augenlooks, mega. Auch die Zähne macht das jetzt nicht irgendwie gelb, sondern eher weiß, also theoretisch eine geile Farbe. Theoretisch steht mir das super. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten, ne? Den Spiegel mochte ich gerade auch ziemlich gerne leiden. Ist halt einfach was anderes, aber irgendwie fühle ich mich damit wohl. Schreibt mir mal gerne, ob ihr meint, dass so eine Lippenfarbe mir stehen würde. Weil das ist jetzt nicht super dunkel, aber auch nicht super hell. Es ist einfach mal was anderes, ne? Irgendwie finde ich es cool. Also es kommt definitiv auch mit rein ins Full Face Beauty Boxen, dass ich das dann da gegebenenfalls nochmal ziehen könnte, ne? Ne, das wird wirklich pudrig auf der... Oh, geil. Pudrig samtig auf den Lippen, Leute. Das mag ich gerne. Kriegt jetzt auch nicht irgendwie ein Fältchen.
Ja, man muss halt aufpassen, dass man das ordentlich aufgetragen hat. Habe ich jetzt nicht so ganz, sodass es dann ein bisschen fleckig aussieht. Aber wenn man es ordentlich aufgetragen hat, geil. Dann wird es geil. Dann wird es wirklich geil. Interessantes Produkt, wirklich, ne? Finde ich cool. Und jetzt kommen wir auch zu der Palette. Das ist das dritte und letzte Produkt in dieser 42,95 Box. Hela, okay, das ist natürlich so schwarz-weiß. Ganz interessant. Ich nehme jetzt auch hier mal die Folie von ab. Und dann nimmt man die halt aus diesem Schieber raus. Und der Schuber ist schwarz-weiß quasi. Und hier haben wir es dann wirklich kunterbunt. Hinten drauf stehen dann auch die verschiedenen Namen von den Farben. Und, nee, das steht aber auch noch hier mit drin. Okay. Ja, definitiv. Die habe ich jetzt auch schon öfters im Netz gesehen, ne? Und fand die auch sehr, sehr ansprechend. Ich kann euch ja mal so ein paar, ja, natürlich nimmt sie die Schimmertöne, ist klar, ne? Swatchen. Ich nehme halt auch noch so einen matten Ton mit dabei. Also man sieht halt auch wirklich voll mein Beuteschema, dieses grün-braune, leicht gelbliche auch mit dabei, aber auch ein bisschen Pop of Color ist mit dabei, ein bisschen was lila-rosanes, schon meins, ne? Das sieht sehr spannend aus. Dieser Ton ist halt so ein klassischer Duochrome, den wir ja schon echt oft mal gesehen haben, aber der durchaus auch sehr, sehr schön sein kann. Hui! Hui, okay, ja, ich habe eben anderes Unboxing gemacht und habe ein bisschen Öl an den Händen, Leute. Dann ist es noch etwas intensiver, gerade vom matten Ton her. Aber das ist schon mal nicey, kapaisy. Also wenn da, ja, nehme ich. Finde ich gut. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt aus dem Bauch heraus nicht mehr so genau, was diese Palette gekostet hat. Wir haben ja im Prinzip den Spiegel, den Lippi und die Palette jetzt in diesem Bundle gehabt. Oh mein Gott, ich kriege das auch nicht ab. Das glitzert sich hier einen zurecht. Das ist ja der Wahnsinn, ne? Ihr seht's? Wow. Krass. Oh mein Gott. das ist hardcore. Ich hab hier eine kleine Fee in meiner Hand. Aber nicht auf dem Finger, ne? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, die auch auf dem Auge auszuprobieren. Habe ich richtig, richtig Bock drauf. Richtig, richtig Bock, ne? Das kommt gut. Ja, weiß ich nicht, ob die Box sich jetzt gelohnt hat. Wie gesagt, ich weiß jetzt gerade aus dem Stegreif nicht, was die Palette solo gekostet hätte, aber bestimmt. Weil ich glaube, die Palette an sich hätte schon auch diese, glaube ich schon, ne, 42,95 oder so gekostet, sodass man dann die anderen beiden Produkte als Goodie mit dabei hat. Habe ich irgendwie auch so im Kopf. So, jetzt kommen wir zur nächsten Box. Und zwar ist das die Mystery Box 2022 in der Big-Variante. Das hätte auch noch die Small-Variante gegeben. Die hätte normalerweise 72,95 gekostet. Dann habe ich diesen Code Annette oder so eingegeben. 10% Rabatt. Hat dann 65,66 € am Ende gekostet. Jo, sieht süß aus. Ist natürlich so eine Osterbox, ne? Die kann ich jetzt nächstes Jahr auch wunderschön weiter verschicken, versenden, verschenken. So war meine Intention im Kopf, weil da Häschen drauf sind. Ist süß, ne? Schön. So, vier ist entfernt. Und hier haben wir dann, ja, die ist auch deutlich schwerer, deutlich größer. Die ist ein bisschen besser bestückt. Aber ist ja normal, ne? So Influencer-Geschichten, also Influencer-Kollaborationen sind, aber das zweite Mal heute, sind meistens etwas hochpreisiger, als wenn die halt in Masse produzieren können, ist klar, ne? Und dementsprechend haben wir hier dann ein bisschen mehr drin. Also so hart, krass eingepackte Sachen, das finde ich Wahnsinn. Alles auch irgendwie gefühlt einzeln eingepackt. Hier habe ich Nons Mesmerizer. Veil of Future, glaube ich. Ich weiß nicht. Vielleicht ein Highlighter oder so. Sieht hübsch aus mit dieser Sonne und so, ne? Norn, das ist auch irgendwie was von dieser nordischen Mythologie. 5 Gramm sind hier drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sieht schon schick aus. Oder? Sag doch mal. Hat Goldpartikel mit drin, lila und hell. Oh, das wird aber schön auf dem Finger, Leute, wenn man das so zusammenmischt. Es wird schön Champagner und das sieht auch nass aus. Vielleicht sogar müh zu dunkel für mich, aber das muss ausgetestet werden, ne? Ich jetzt hier außen in der Hand einfach mal geswatcht. Der knallt nicht so intensiv, also das ist auch gar nicht so verkehrt, weil dann kann man sich den auch vorsichtig aufbauen. Mit einer ziemlich großen Wahrscheinlichkeit wird dieser Lippenstift nicht bei mir bleiben, aber trotzdem möchte ich ihn mir gerne angucken.
Weil das ist halt ein Velvet Lipstick in der Farbe L201 Red Cherry, also ne, rote Kirsche. Und solche Töne habe ich wirklich schon viel hier. Mag ich eigentlich auch ganz gerne leiden, aber das sind halt so klasse klassische Adventskalendertönchen. Wunderschön. Ne? Also auch die Verpackung, das ist schon schön. Ja, 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 es ist schön. Aber diese Farbe, ja, die habe ich schon mehrfach. Kann ich nicht anders sagen, ne? Ja, bei dem, den ich jetzt drauf habe, es ist eine spezielle Farbe, die habe ich so noch nicht in meiner Sammlung. Ne? Aber der hier wird mal in der Verlosung mit reinkommen. Oha, wir haben hier super viele Lippenprodukte noch drin enthalten. Sowas mag ich eigentlich nicht so gerne, dass wenn man halt so eine Mystery Box hat, dass die fast nur aus Lippenprodukten besteht. Das finde ich immer schade, muss ich gestehen. Mecker, mecker. Weil ich habe jetzt diesen Lipstain, den ich jetzt schon auf den Lippen drauf habe, in anderen Farben drauf. Alva ist hier noch mit drin. Das ist Lady Camellias. Das ist einmal, ich kann euch die Töne auch zusammen hier reinhalten. Ich glaube, dieser, habe ich nicht einen davon schon dann hier? Nee, Ripe Papaya habe ich schon. Und ja, die sind dann halt von der Textur so wie der, den ich jetzt drauf habe. Wenn ich den richtig, richtig geil finde, und das muss ich halt echt noch herausfinden, ne? Dann könnte ich mir vorstellen, da vielleicht den einen oder anderen von zu behalten. Aber ihr seht, ne, es sind halt alles so rötliche Tönchen. Sowas habe ich halt wirklich schon da. Auch so Nude-Ton, tragbare Farben auf jeden Fall. Brauche ich jetzt gar nicht aufmachen, weil wir haben ja schon bei dem hier gesehen, wie der aussieht. Die bleiben jetzt auch erstmal drin. Werde ich dann gegebenenfalls tatsächlich alle verlosen, was sehr schade wäre für mich persönlich. Ne? Für euch wäre schön. Dann habe ich hier eine etwas größere, schwerere Palette drin. Alva 2 Mini Sky Palette steht hier drauf. Das sieht wirklich hübsch aus. Ne? Also dieses Verpackungsdesign mag ich gerne leiden. Dieses Lila und dann Gold mit dabei ist sehr, sehr edel. Mystisch mag ich. Und jetzt gucken wir mal, wie die von innen aussieht. Süß auch, definitiv. Also alles Schimmertöne oder matte Töne, die auch so Schimmerpigment mit drin haben, ne? Aber sowas ist, glaube ich... Ich weiß nicht, ob ich diese Farbkonstellation mag. Bin ich ehrlich, ne? Weil ich habe jetzt ja die andere Palette hier schon. Ich glaube eher weniger, dass die bei mir bleiben wird. Dann wird sowas nämlich halt auch tatsächlich in eine Verlosung reinkommen. Ich habe hier aber noch ein bisschen mehr drin, also muss ich mir keine Sorgen machen. Solmane Highlighter Palette, cool. Übrigens, habe ich noch gar nicht gesagt, Odin's Eye ist natürlich tierversuchsfrei. Das hat sich gereimt. Das sieht sehr, sehr schön aus. Ich mag, also die Marke finde ich total ansprechend. Und ihr seht auch anhand der Designs, ne, warum ich die so ansprechend finde. Das ist schon meins. Oh, und die fühlt sich richtig schön an, richtig schön matt. Und hier haben wir die Highlighter-Töne. Und abgesehen von diesem Sol, was ich tatsächlich auch als Blush-Topper nehmen könnte, sind das meines Erachtens nach tragbare Highlighter-Töne. Am allermeisten das Lios hier oben. Mane könnte ein bisschen schwierig werden, weil es halt auch so einen Goldschimmer mit drin hat. Und Stiana hat so einen Blauschimmer tatsächlich mit drin. Aber es sind schon geile Töne, ne? Schon cool. Und die ist natürlich auch beautiful. Die, oh mein Gott, hier hinten haben wir die Namen nochmal mit Glitzerschrift draufstehen. Sehr, sehr, sehr edel. Wirklich. So, hier habe ich jetzt die letzte Geschichte aus dieser Surprise-Box. Und zwar ist das von Alva die Eyeshadow-Palette. Hier hatten wir von Alva die Alva 2 in klein. Und das hier ist jetzt die Alva Eyeshadow-Palette, wahrscheinlich die Alva 1 in groß. Oha, auch hier dieses, oh, wenn ich diesen Schuber abmache, fühlt sich das so unglaublich schön an. Also, ne, haptisch ganz schön, optisch auch extrem, extrem ansprechend. Dieser kleinen Elfe und, oh mein Gott, ja, schöne Töne, die mag ich auch gerne leihen. Da weiß ich gar nicht, welche von den beiden ich dann nehmen würde für mein Full-Face Beauty Boxen, ne? Das ist eher eine neutrale, zurückhaltende Palette, wobei ich dieses Gelb, dieses Daisy liebe. Ein Orangeschimmerton, voll geil. Also ich stehe mega auf diese gelb-grünen Looks, ist total meine Welt, ne? Aber dann haben wir hier auch so Move-Töne mit dabei, Schimmertöne mit dabei. Schon ansprechend. Also die finde ich auch total klasse. Eine ganz, ganz schöne Palette.
Also wirklich, wirklich schöne Töne. Wahnsinn. Also ja, das war jetzt die Box, die ich dann für also 72,95 beziehungsweise dann 65,66 gekauft habe. Ich muss schon sagen, dass beide sich für mich theoretisch gelohnt haben. Ich hätte es jetzt richtig geil gefunden, wenn wir in der Mystery Box halt anstelle von 4 Lippenstiften noch einen Blush drin gehabt hätten oder so. Aber dann wären die Boxen wahrscheinlich ein bisschen teurer gewesen, kann ich mir vorstellen, ne? Aber das war schon eine gute Konstellation, eine schöne Geschichte. In diesem Lippenstift finde ich extrem cool. Ich, ne? Der ist kussecht. Da habe ich überhaupt keine Last mit. Ja, wenn das nächste Mal Mystery Box und Sale ist, werde ich da mal vorbeischauen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht auch schon zugeschlagen habt, ob ihr die Marke kennt, was ihr empfehlen könnt. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!